Moin moin und herzlich willkommen bei Wimmelcoin. Heute kommen wir zum zweiten Teil der Serie Innenhitterung. Heute werden wir die beiden hinteren Becken behandeln, die beide trotz unterschiedlicher Größe dasselbe Volumen haben. Beide haben 1,2 Kubik. Das liegt daran, dass dieses Becken hier einen doppelten Boden hat mit mittigem Bodenablauf und das hintere Becken einen Seitenablauf. Beide, wie gesagt, 1,2 Kubik. Beide mit Sansan Reinfilter und UVC. Das funktioniert sehr gut, aber auch nur bis zu einer Anlagengröße bis max 1,5 Kubik. Da kommen wir dann mit einem Gesamtbiovolumen von ungefähr 15% auf eine ausreichende Filterung und biologische Abbauleistung. Alles darüber sollten Alternativen eingesetzt werden. Doch nun zu den Einzelheiten. Dafür nehme ich die Kamera auf der Hand und zeige euch die beiden Becken mal im Detail. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wie besprochen nun die Anlage in der Detailansicht. Wir haben ein blaues PE-Becken mit einem Durchmesser von 1,30 m und einer Höhe von 1 m, gefüllt zu 90%, was ungefähr 1,2 Kubik macht. Gewählt habe ich eine Netzabdeckung, weil ich meine Fische gern sofort sehe. Da muss man allerdings beachten, um die Luftfeuchtigkeit im Raum in den Griff zu bekommen. Dazu braucht man entweder einen Raumluftentfeuchter oder wenn man gar keine Probleme damit haben will oder sich damit nicht auseinandersetzen will, empfehle ich eine Abdeckung aus Doppelstickplatten. Dadurch bleibt 90-95% der Feuchtigkeit im Becken und ihr braucht euch mit dem Thema Luftfeuchtigkeit nicht groß auseinandersetzen. Ich habe einen anderen Weg gewählt, ich habe einen Luftentfeuchter von Areal genommen, der leistet sehr gute Arbeit und hält die Luftfeuchtigkeit hier bei 50%, wodurch ich bei keine Angst haben muss vor Schimmelbildung. Das Becken steht auf einer Bodenplatte aus Styrodur gedämmt, um einfach das Becken von unten her abzuschirmen gegen Fußbodenkälte und die Temperatur im Becken stabil zu halten. Wir haben einen 50er Seitenablauf und einen auf 50 reduzierten Einlauf, um etwas Strömung ins Becken zu bringen. Den Fischen tut es gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Fische agiler sind, aufmerksamer sind, wenn sie etwas gefordert sind und nicht nur träge umherschwimmen und im Becken stehen und ein bisschen Beschäftigung haben. Futterautomat ist ein X-Clear von Aquaporte. An allen vier Becken, die habe ich diesen verbaut. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Er ist sehr zuverlässig, einfach einzustellen und leistet sehr gute Arbeit. Um das Futter durch das Netz zu bekommen, haben wir hier eine Tankdurchführung umgekehrt und einen Trichter. Die Verrohrung ist beim Zulauf mit PVC verklebt und Klemmmuffel hier in dem Fall. Ganz wichtig, wenn ihr sowas verbaut, baut vor und hinter der Pumpe einen Kugelhahn, wenn die Pumpe mal defekt ist, dass ihr sie ohne große Sauerei ausbauen könnt und austauschen könnt. Dann kommen wir hier gepumpt mit einer Aquaforte DM Vario 10.000S, reduziert auf 34 Watt, niedrigste Stufe, was ungefähr 3000 Liter die Stunde macht. Somit wird das Becken knapp 2,5 Mal pro Stunde umgewälzt in eine 24 Watt Durchlauf UVC. Anschließend geht es in die Grobschmutzkammer, bestehend aus einer Japanmatte und Grobschwämmen. Wie man sieht, hält sich die Verschmutzung deutlich in Grenzen. Dieser Filter wurde seit Start am 20. November noch nicht einmal gereinigt, nur mit den üblichen Spülungen alle 3 Tage einmal durchgespült, was sehr gut funktioniert. Man sieht sehr gut, dass die Verschmutzung wirklich gering ist, der Verschmutzungsgrad. Auch die Japanmatte unten ist sauber und wirklich, wirklich gut vom Verschmutzungsgrad. Kann ich nur empfehlen, wenn man den Filter vernünftig spült, im laufenden Betrieb wird er gespült. Das heißt, ich mache diesen Hahn auf, lasse das Wasser aus den beiden Kammern ab. Die Pumpe pumpt von hier nach in das Becken rein, spült die Japanmatte durch. Von hier kommt das Wasser durch die Filteröffnung wieder zurück, wodurch von beiden Seiten gespült wird und der Schmutz abläuft. Dann mache ich wieder zu, mache das einmal extra, lasse wieder volllaufen, mache nochmal auf, lasse nochmal durchspülen und dann ist alles wieder sauber. Dadurch hält sich dieser Verschmutzungsgrad hier auch wirklich in Grenzen. Wir sehen, die Besiedlung hat jetzt nach 2 Monaten schon begonnen. Das sehe ich auch in meinen Wasserwerten, die sind top. Da ich hier Belüfterstangen unter den Schwämmen eingebracht habe, habe ich mir mit diesen V2A frostfreien Schellen damit beholfen, dass die Schwämme auch in Position bleiben, genau für die Öffnung in die nächste Kammer. Auch das funktioniert sehr gut. Und beim Reinigen, was ich bis jetzt noch nicht tun musste, kann ich die Schwämme auch ordentlich ausbringen. Dazu gibt es ein Reinigungstool, das zu den Filtern mit erhältlich ist.
Das sieht so aus. Damit kann man die Schwämme ordentlich ausbringen und dann den Schmutz, wie gesagt, wieder ablassen. So, von der Grobschwammkammer geht es dann hier wieder runter unter die Japanmatte in die zweite Feinschwammkammer. Von der Feinschwammkammer geht es dann hier in die nächste Kammer, die gefüllt ist mit eingefahrenem Helix. Ich habe die Anlage mit eingefahrenem Helix gestartet. Das war mir ganz wichtig, weil ich den Einlaufprozess deutlich verkürzen wollte, was auch sehr gut geklappt hat. Und dann geht es mit einem 75er Rücklauf zurück ins Becken. Kurz vor Schluss, wie gesagt, etwas reduziert, um die Strömung noch etwas zu verstärken. Hier, das ist der Aufbau der Pumpe. Belüftung erfolgt mit zwei HiBlo 20, beide mit Rückschlagventil redundant auf eine 18er Luftverteilung. Das heißt, wenn eine Pumpe ausfällt, belüftet die andere Pumpe immer noch Filter und Becken. Und das reicht aus im Notfall, um Fische am Leben zu halten und die Biologie im Filter am Leben zu halten. Abgesichert ist es doppelt. Eine Luftpumpe ist mit Autobatterie und Inverter abgesichert, die andere Luftpumpe mit einer großen USV, damit ich doppelt abgesichert bin, wenn der Strom ausfällt, dass es meinen Fischen gut geht und die Anlage von der Belüftung her weiterläuft. So, das wäre Anlage Nummer 2. Anlage Nummer 1. Anlage Nummer 2 unterscheidet sich nur in einem, dass das Becken nicht mit einem 50er, sondern mit 110er Ablauf ist. Da bin ich dann mit einer PVC-Verjüngung, habe ich auf 50 reduziert, habe wieder vor der Pumpe und hinter der Pumpe eine Kugelhahn. Die Pumpe pumpt es dann auf denselben Weg, durch dieselben drei Kammern, auf dieselbe Weise wieder zurück, auf dieselbe Weise wird gespült. Stromabsicherung und Luftverteilung ist ebenfalls redundant, gleiche Bauart. Auf die Stromabsicherung gehe ich einen separaten Block nochmal ein. Das hebe ich mir für einen späteren Block auf, weil es ein umfangreiches und sehr interessantes Thema ist. Ja, das wären dann beide Anlagen im Detail. Würde ich etwas anders machen? Nein, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Der einzige Vorteil, der alte Filter, das ist das neue Modell mit einer doppelten Kammer. Ich würde, wenn ich den Platz hätte, weil es 20 cm mehr in der Länge bedeutet, würde ich den alten Dreikammerfilter nehmen, weil ich so die Möglichkeit habe, auch wirklich nur diese Kammer abzulassen und zu spülen, weil dementsprechend durch die Einläufe und durch die Schwämme, wenn ich hier auch mache, läuft natürlich die ganze Kammer leer, weil von hinten durch die Schwämme wieder zurückgedrückt wird. Wenn man den Platz hat, würde ich den Dreikammerfilter empfehlen. Das kann man auch ganz gezielt mit weniger Wasser auf einmal den vorderen Grobfilter nochmal spülen. Das ist nur ein kleiner Schönheitsfehler, aber wenn man die Möglichkeit im Platz hat, muss man natürlich einen Ablauf mehr machen. Ist aber in dem Fall kein Problem, ob nur ein, zwei oder drei, spielt eigentlich keine Rolle. Was bei den Filtern zu beachten ist, das Abdichten ist etwas schwierig, das sind doppelte Dichtungen und man muss genau den richtigen Anzugspunkt finden, wenn man die Verbindungen festdreht. Dreht man zu fest, dann überdreht man und dann kann man den Filter praktisch wegschmeißen. Da muss man ein neues Ersatzgehäuse kaufen. Dreht man zu locker, ist es undicht. Man muss genau die goldene Mitte finden. Also seid damit sehr vorsichtig. Ansonsten kann ich nur sagen, ein jodensicheres System funktioniert für eine kleine Quarantäne- oder Aufzuchtanlage sehr, sehr gut. Die Wasserqualität ist top. Und wie man gesehen hat, ist der Grobschmutzabsatz sehr, sehr gering. Und wir haben eine hohe Laufleistung. Ich habe jetzt 2 Monate nichts am Filter gemacht, außer meine Wasserwechsel und es ist so gut wie kein Grobschmutz vorhanden. So, das wäre es für diesen Blog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im dritten Teil. Da geht es dann um mein hinteres, größeres Becken. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss!